Was also Leute, hier ist wieder Draclanis mit Folge 3 von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. In der letzten Folge haben wir den Prolog abgeschlossen und jetzt werden wir uns ein wenig in Konohagakure umsehen. Wir haben im letzten Part auch noch einige Tutorials erfahren, ich hoffe, die muss ich jetzt nicht weiter aufarbeiten. Ich will hier einfach nur irgendwo lang gehen. Oder Sachen zerstören, fängt ja schon gut an. Hä? Wofür hat das gedient? What the... Also diese Laufabschnitte werden für mich wahrscheinlich ein klein wenig langweilig sein, weil, muss man sagen, ich habe ja keine Musik. Hm? Warum versuche ich nur diesen Weg zu nehmen? Ich weiß es nicht. Meine Beine tragen mich einfach irgendwo hin. Vielleicht versuche ich auch den Weg zu nehmen, Naruto, hä? Schon mal daran gedacht? Naruto, Naruto, bring mir doch bitte irgendwann Shuriken-Jutsu dabei! Ich will so schnell wie möglich groß und stark werden, damit ich mit dir gemeinsam Missionen erledigen kann. Wer bist du? Ach, dieses Ansprechen. Ich mach's einfach nur mal, um es ein bisschen zu synchronisieren. Ach ja. Hey Naruto, wie geht es dir? Ich antworte ihn nicht mal, so cool bin ich. Wir halten Ruhe. Wer wirft Geld auf die Straße? Das gibt's doch nicht. Au, gestern habe ich's wohl übertrieben. Ich habe einen irren Muskelkater. Ah, außerdem hätte ich nicht so viel Bier trinken sollen. Gott verdammt. Und da haben wir noch einen... Konoha Chunin. Oh Mann, der Typ taucht vermutlich niemals auf. Wenn das so weitergeht, wird sich die Mission noch verzögern. Was war denn das für ein Laut? Josh, heute werde ich wieder richtig fest zu lang. Im Augenblick müssen wir einfach nur zusammenarbeiten, damit Konoha wieder aufgebaut wird. Yep, denn Pain hat es ja zerstört. Wenn ich weiß, was es damit auf sich hat, Storm 2 gucken, sage ich nur. Wo bist du hin? Da drüben gibt es keine Ichiraku-Nudeln. Vielleicht gibt es hier einen geheimen Weg über die Dächer zu dem Nudelrestaurant, hä? Naja, dann werden wir uns ein paar Lamen woanders gönnen. Der Typ da liest Zeitung auf seinen Holzstapel und die da, der schleppt einen Holzstapel. Also einen einzelnen Scheit halt. Ich darf lesen! Wow! Wir müssen uns einfach nur aufteilen. Du übernimmst den Norden, ich den Süden. Seifts. Ja, das sagt man natürlich auch so aus. Das wird fürchterlich. Was seid ihr beide denn so? Jo. Kakashi, wir müssen reden. Bla bla blub, später. Ich verstehe. Ihr bringt also heute im ganzen Dorf Vogelhäuser an. Es stimmt schon, Ninjas brauchen Brieftauben, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Außerdem kann man nur an Vogelhäusern speichern, also baut schön viele von hier auf. Und da jetzt der Wiederaufbau ansteht, soll die Anzahl der Vogelhäuser dabei gleich erhöht werden. Aber das ist eine Menge Arbeit und das Dorf ist riesig. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles schaffen. Naja, wir können ja eins für euch übernehmen, wenn ihr wollt. Wirklich? Meinst du das ernst? Ich will, dass ihr drei übernehmt. Ich meine, ihr seid drei Leute, könnt in drei Richtungen, warum nicht das? Ja, aber egal. Aber was mit den Nudeln? Stell dir einfach vor, das wäre deine letzte Aufgabe, bevor du losziehst, um Nudeln zu essen. Ah, na gut. Danke, Naruto. Also, Kakashi. Euer Team kann das Vogelhaus beim Konoha-Tor errichten. Wir kümmern uns um den Rest. Und das Material ist in diesem Topf. Vergiss nicht, es mitzunehmen. Warum auch immer wir es in diesen Topf reingesteckt haben. Verstanden. Ach, wir sind dir wirklich dankbar. Erst müssen wir das Material aus diesem Topf holen, dann gehen wir zum Konoha-Tor. Ich bin zurückgeblieben, man muss mir das erklären. Also dann, ran an den Speck. Nein, das... Manchmal gibt es so absurde Tutorien, die etwas so absurd Banales erklären, dass es mir wirklich vorkommt, als würden manche Spielentwickler mich für den verblödetsten Volltrottel halten. Das muss ich mal aussprechen, deswegen mag ich Tutorien dieser Tage nicht. Früher haben die mal was erklärt, was wichtig ist. Heute erklären sie den größten Mist, den man sich eigentlich selbst zusammenreiben sollten könnte. Und wenn man das nicht kann, dann hat man ein sehr echtes Problem, finde ich. Wirklich, no offense, also kein Angriff an denjenigen, der es vielleicht nicht auf Anhieb Naja, was rede ich denn da? Wer hätte das nicht auf Anhieb gekonnt? Okay. Also, ich muss das nicht mal fortlesen. In diesem Auftragszettel stand genau dasselbe nochmal. Zerstören. Du hast erhalten Vogelhausbauteile. Ach,
Halte Ausschau nach Objekten. Einige Objekte können unterwegs untersucht oder zerbrochen werden. Unter Umständen bekommst du auf diese Weise Items. Deshalb solltest du dir solche Objekte genau ansehen, wenn du sie findest. Manchmal gerätst du so allerdings auch in unerwartete Gefahr. Ach, das mit dem Material wäre erledigt. Jetzt müssen wir nur noch das Vogelhaus im Konoa-Tor bauen. Aber erstmal mit denen sprechen. Mama und Papa arbeiten den ganzen Tag von morgens bis abends. Sie sind auch unheimlich müde. Aber sie sagen, für einige Zeit wäre es eben schwer für alle. Ach, das liegt an der Nacht, dass sie so müde sind. Glaubt man nicht. Mach dir keine Vorstellung, Püppchen. Das heißt, Lady Tsunade sei immer noch nicht aufgewacht. Wieso schläft sie denn? Ist sie müde, weil sie so schwer gearbeitet hat? Ja, in Storm 2 hat man nicht erfahren, was mit ihr los ist. In Storm 2 wurde das wirklich nicht gezeigt. Ich habe mich schon gefragt, wie die das umsetzen wollen. Auch dass Naruto niemals Kamenotoko getroffen hat. Was eigentlich bald in der Story Voraussetzung sein sollte. Wie ich höre, geht der Wiederaufbau sehr flott voran. Weil Zimmerleute aus dem Wellenreich mithelfen, so flott vor allen Dingen. Sogar ganz junge Zimmerleute sind gekommen, um uns beim Wiederaufbau zu helfen. Das ist wirklich toll. Also ihr seht schon, ich werde nicht allzu viele Gespräche machen, weil irgendwo führen sie einen auch nicht hin. Wir haben Geld erhalten. Er hilft hier über sein Taschengeld hin. Ja, ich habe schon seit Ewigkeiten keine Pause mehr gehabt. Vielleicht sollte ich das mal langsamer angehen lassen. Aber ist das nicht möglich? Aber das ist nicht möglich. Alle anderen arbeiten ja auch sehr schwer. Und zwar lese ich echt einen totalen Humbug, das könnt ihr mir glauben. Und Akasuita. Aber das Dorf liegt in Trümmern, da schnalle ich lieber mal meinen Gürtel enger. Weißt du, so können wir uns nur deshalb unterhalten, weil du Pain ausgeschaltet hast. Du, der ewige Verlierer, der gewonnen hat. Man kann es wirklich kaum, man kann wirklich nicht voraussehen, was einmal aus den Leuten wird, stimmt's? Ja, irgendwo stimmt das. Aber jetzt reden wir mal mit Shikamarus Vater. Das übrigens war gerade für die Leute, die es nicht wissen. Das ist Shikamaru, das ist Shoji, das da hinten ist Random Ninja, hier haben wir Random Ninjas 2 oder Mütter, hier haben wir Kinder und nochmal Kinder. Und hier haben wir Shikamarus Vater, Shukaku. Oder Shikaku? Shikaku. Shukaku war der Bijou, der Ichibi. Aber dazu kommen wir auch später. Nein, der kommt in diesem Let's Play gar nicht vor, denke ich mal. Aber wir kommen trotzdem später dazu. Hast du mal kurz Zeit, Naruto? Shikaku. Mann, was gibt's doch nicht? Kann ich irgendwas für dich tun? Du hast doch eine Zeitleiste, oder? Nein, die Zeitleiste. Die Ninja-Welt-Zeitleiste? Klar habe ich die. Was ist denn damit? Zeig doch mal her. Was zur Hölle ist das? Shikaku blättert durch Narutos Ninja-Weltzeitleiste. Ach, ein Tagebuch. Ach, stimmt was nicht? Warum seufzt du mich alle so an? Habt ihr es gehört? Ich habe mir auch schon... Ich habe mir auch das von Shikamaru angesehen. Deine Generation weiß wohl gar nicht, wie wichtig dieses Buch ist. Was meinst du denn damit? Du sollst darin alles aufzeichnen, was sich so ereignet. Das heißt, es ist ein Protokoll aller gesammelten Erfahrungen, ein Geschichtsdokument. Hä? Na, verstehst du das denn nicht? Wenn du dieses Buch ausfüllst, verbesserst du dich als Ninja. Oh, kapiere ich nicht. Kraft ist wichtig, aber das gilt auch für Erfahrung und Buchführung. Wie willst du denn jemals später ein Lagerist werden? Ein guter, vor allen Dingen guter Ninja-Lagerist? Wahrscheinlich noch in Amigakure, weil dort sah es irgendwie in Ultimate Ninja Storm 2 so aus, als wäre da viel Lagerarbeit zu machen, wenn du nicht deine Ninja-Zeitleiste pflegst. Ihr Kinder seid doch nicht noch... jetzt kann ich wieder nicht lesen. Ihr Kinder seid noch sehr jung und habt davon noch nicht viel. Die Ninja-Welt-Zeitleiste gleicht das wieder aus. Echt? So ist es. Von jetzt an werde ich regelmäßig nachsehen, wie viel du geschrieben hast. Und wenn du jetzt bei mir vorbeischaust, kriegst du noch einen Lollipop gratis dazu. Das ist fantastisch schon. Und wenn du das Buch komplett ausgefüllt hast, bekommst du eine ganz besondere Belohnung. Im Ernst? Na klar. Sobald er von der Belohnung hörte, war er wie verwandelt. Der Junge ist immer noch nur auf Profit aus. So ein geldgeiler YouTube-Partnersack. Ah, und dafür kriegen wir 50.000 Rio.
Um die Ninja-Welt Zeitleister abzuschließen, musst du alle zugehörigen Seiten sammeln. Die Seiten sind überall verstreut zu finden. Also muss ich gar nichts einschreiben, egal. Wann immer du einen gewissen Teil der Ninja-Welt Zeitleister abgeschlossen hast, besteht die Chance, dass du eine Belohnung bekommst. Geh also zu Chicago, sobald du ein bestimmtes Stück der Ninja-Welt Zeitleister hast, um Bericht zu erstatten. Es wird lange dauern, die Zeitleiste zu vervollständigen. Übereile nichts. Mach die Sache richtig. Jawohl! Gut. Ich werde das Ding in Rekordzeit ausfüllen und Chicago überraschen. Ach, ich weiß genau, was er jetzt denkt. Egal, er gibt mir Belohnung. Warum soll ich mich darum kümmern, warum ihm das so wichtig ist, dass ich meine, also Naruto seine Zeitleiste ausfüllt? Hat ja eigentlich nichts mit ihm zu tun. Na, nicht zurücklaufen. Da oben liegt was. Kann ich dahinter? Liegt ein Sack? Ich will den Sack. Sag mal. Ach, der Wiederaufbau dieses Bereiches wird noch einige Zeit brauchen. Ich frage mich. Punkt, Punkt, Punkt. Ich auch immer. Mal sehen, wohin sollte ich als nächstes gehen? Punkt B. Die hat die meisten Helfer, dann helfe ich wohl am besten an Punkt D. Punkt D für Draglines. Ja, da solltest du helfen. Ja, mein Laden. Wofür habe ich jetzt Geld bekommen, wenn ich ein Schild umgeschubst habe? Die Leute bezahlen mich, dass ich ihr Eigengut zerstöre. Geil. Geil, geil. Puh, endlich habe ich es geschafft, meine Ninja-Werkzeuge zu ersetzen. Es ist nicht einfach, in einem solchen Chaos Sachen zu besorgen. Dafür war viel harte Arbeit nötig. Ob ich alles vorlesen soll, weiß ich noch gar nicht. Wer weiß, ob ich es machen werde. Vielleicht werde ich irgendwann gelangweilt. Aber für diesen Part machen wir es einfach mal. Hä, wenn das mal nicht der Held von Konoha ist. Hey, was machst du denn für ein Gesicht? Geh stolz und aufrecht, das gehört sich so. Hm, glaube ich. Vor allen Dingen springen. Hey! So, hier haben wir noch welche. Ob der Lehrer wohl wieder zu spät kommt? Ich warte und warte, aber er taucht nie auf. Alter, was hast du denn für Probleme? Das dürfte die richtige Stelle sein. Wenn mein Lehrer jeden Unterricht zu spät kommen würde, dann würde ich mich freuen. Da, alles fertig. Gut gemacht, das sollte funktionieren. Ach, ich werde Izumo und Kotetsu Bericht erstatten und Bescheid sagen, dass unser Teil erledigt ist. Erreicht! Und den Auftrag abgeschlossen mit Klatschen und Gejubel. Bei Speicherpunkten kannst du speichern, die Vogelhäuschen hatten wir doch schon. Mit Drücken von Kreis. Mann, ich bin hungrig. Ich brauche Nudeln. Ja, ich weiß schon. Ich schwöre, der Typ redet nie von was anderem als immer nur von Nudeln hier und Nudeln da. Nudel. Lamen. So. Dann sollten wir jetzt speichern. Was? So, Ichiraku. Nein, jetzt müssen wir da runter. Wie weit ist der Part eigentlich? Ich habe bestimmt schon 50 Minuten vorgelesen hier. Bah, 12 Minuten. Ein Part nur vorlesen. Mann, jetzt muss ich noch was reinmachen. Lamen. Wenn man alles in Betracht zieht, haben wir dieses Viertel wirklich in den Dreck gezogen, weil die Schrift zu schnell weg ist. Das Problem hatte ich auch in Storm 2 schon. Wenn ich den Bildschirm umschalte, kann ich sie eh nicht von Anfang an lesen. Wie viele Schüsseln sollen es denn heute... Soll ich denn heute essen? Ah! Ach, das muss ich gar nicht vorlesen. Ich dachte gerade, ich konnte mich nicht bewegen. Hab's natürlich auch nicht versucht, dich schlau bolzen. Ich nehme mal, glaube ich, diesen Sack da. Da könnte auch irgendwas drin sein. Wetten? Untersuchen. Du hast 100 Geld erhalten. 100 Rio. Mann! Jutto! Sola! Jo! Ah, jetzt redet er sogar beim Springen, aber ich kann keinen Doppelsprung mehr. Ichiraku-Nudeln und so weiter. Die Tipps zum. Die Anleitungen zum Sieg werde ich nicht durchlesen. Wenn sie euch interessieren, pausiert das Video einfach. Aber die werden sich sowieso mit der Zeit tausend- und dreifach wiederholen. Außerdem werde ich viele Ladezeiten rausschneiden, wenn die Story passt. Also im Koma liegt. Ja, die feuern jemanden, der im Koma liegt. Voll dreist, was? Ich meine, wer soll denn jetzt die Krankenhausrechnungen bezahlen? Wenn sie kein Geld mehr bekommt. Findet sie wahrscheinlich auf der Straße. Na gut, da kann sie im Koma aber nichts aufsammeln, ne? Danzo da to. Danzo te tashika, sai no jōshi.
そして以前、オロチマルとの結託を企んでた奴。驚くのはそれだけじゃねえ。その六代目は抜け人として、サスケを始末する許可を出しやがった。え？どういうことだってばよ。これはまだ噂レベルで聞いただけだけどよ。サスケの奴は暁の一員として雲隠れの忍びに手を出しちまったらしい。 なんでそんなことになっちまってんだよ。知らねえよ。俺だって混乱してんだ。雲隠れの忍びをやったとなると大影が黙っていない。そもそも佐助は抜け人だ。普通抜け人は抹殺するのがセオリー。今までは妻手様だったからこそ穏便に計らってくれただけだ。私、団蔵に会ってくる。 俺も一緒に行くってばよ。待て。いきなり怒鳴り込んでも何の解決にもならないよ。でもこのままじゃサスケは。だから待てって言ってんでしょう。今はとにかく冷静に行動するんだ。団蔵はお前たちが得になるとお前が怒りに任せた行動に出ると踏んでいる。 Riech mich oder hat Kakashi gar kein Auge? そのまま怒鳴り込めば、それこそ団蔵の思うツボだ。奴に拘束されて身動きが取れなくなるぞ。じゃあ一体どうすれば？いいから冷静になれ。まずは情報の詳細を確認するんだ。行動はそれからでも遅くはない。今は耐えろ。落ち着け。いいな。 Und Nudeln essen. わかりました。しかし、ついに動き始めたか、団蔵。 団蔵様、準備が整いました。 ついにわしの時代が来た。長き時を闇に過ごし、ようやく訪れた好機。 お前とは異なる方法で、わしはわしの思う忍びのよう確立してみせる。これより開かれる五影会談、失敗は許されん。その旨肝に銘じておけ。フー、取るね。はは。行くぞ。 第1章、五影階段。 いいから冷静になれ。まずは情報の詳細を確認するんだ。かかし先生はああ言ってたけど、やっぱり俺は。 So, ich glaube aber, wir werden, sofern jetzt nicht irgendwelche Cutscenes kommen, den Part beenden. Ja, speichern. Okay, denn er ist schon über 18 Minuten lang. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe auf viele Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Seid auch wieder dabei. Tschüss!